Die Danpower Unternehmensgruppe ist ein mittelständisch strukturiertes Wärmeversorgungs- und Contracting-Unternehmen mit Sitz in Potsdam. Mit 84,9% gehört sie mehrheitlich zur Stadtwerke Hannover AG. Die Danpower Gruppe ist in Deutschland und im Baltikum tätig und beschäftigt derzeit ca. 400 Mitarbeiter. Seit dem Jahre 2011 betreibt die Danpower am Standort Elsterwerda ein Biomasseheizkraftwerk. Das Heizkraftwerk kann mit seiner Leistung eine Stadt mit bis zu 15.000 Haushalten mit Elektroenergie versorgen. Gleichzeitig erfolgt eine Wärmeauskopplung mit einer Leistung von maximal 12 Megawatt. Bei Anlieferung des Brennstoffes werden die Fahrzeuge bei Einfahrt und Ausfahrt gewogen. Aus der Differenz ergibt sich die gelieferte Brennstoffmenge. Der schon zerkleinert angelieferte Brennstoff wird in der Anlieferhalle abgekippt und von dort durch Schubböden dem Brennstofffördersystem zugeführt. Im weiteren Verlauf werden eventuell vorhandene Metallgegenstände durch einen Magnetabscheider ausgesondert. Über einen Schrägförderer und die Siloverteiler werden zwei Silos mit je einem Fassungsvermögen von 3500 Kubikmeter beschickt. Eine Menge, die bis zu 4 Tage reicht. Von da wird der Brennstoff über ein Fördersystem in den Kessel transportiert. Hier verbrennt er auf einem Vorschubrost bei ca. 1200 Grad Celsius. Durch die Verbrennung wird das in den Kesselrohren zirkulierende Wasser zu Dampf erhitzt. Dieser Dampf treibt dann die Dampfturbine an. Im nachfolgenden Multizyklon werden durch Zentrifugalkraft grobe Aschepartikel abgeschieden. Für den Rauchgasreinigungsprozess werden die heißen Abgase in der Quenche auf eine Temperatur von 140 Grad Celsius heruntergekühlt. In der Rauchgasreinigung werden die in den Abgasen vorhandenen Staubpartikel ausgefiltert. Die Abgase durchströmen senkrecht angebrachte Gewebefilterschläuche. Die anfallende Asche wird im Aschesilo gesammelt. Das sich anschließende Saugzuggebläse sorgt für eine permanente Luftströmung im gesamten Verbrennungssystem. Durch die Einbauten der Kesseltrommel wird der Dampf vom Wasser getrennt und zu den im oberen Teil des Kessels befindlichen Überhitzern geführt. In den Überhitzern wird der Dampf von 287 Grad Celsius auf 450 Grad Celsius erhitzt, bei einem Druck von 65 Bar. Von dort strömt der Dampf zur Turbine. Der Dampf strömt mit einem Druck von 65 Bar und 450 Grad Celsius in die Turbine ein und gibt seine Energie über die Turbinenschaufeln an den Turbinenläufer ab. Die Dampfturbine kann in dem angeschlossenen Generator eine maximale elektrische Leistung von 12,6 Megawatt erzeugen. Durch Ausnutzung der Kraft-Wärme-Kopplung wird der Turbine Mitteldruckdampf mit 3,7 Bar und Niederdruckdampf mit 0,7 Bar entnommen. Dieser wird dann für die Versorgung der Fernwärme und für das Vorheizen des Speisewassers genutzt. Die Leitwarte ist das Herzstück der Anlage. Alle wichtigen Abläufe werden durch Leitstandsfahrer permanent überwacht und geregelt. 23 Mitarbeiter sind für den Betrieb des Biomasseheizkraftwerks beschäftigt. Das Biomasseheizkraftwerk versorgt große Teile von Elsterwerda mit ökonomisch und ökologisch wertvoller Fernwärme. Danpower – Energie für morgen.